Wir begrüßen Sie pünktlich aus der Welt- und Sportstadt Bremerhaven zur 241. Regionalsportsendung, wie immer live aus der Hafenstraße 156. Liebe Zuschauer, was haben wir im Programm? Unter anderem die Küstenturnshow, die am 10. März erstmalig wieder in der Stadthalle stattfinden wird. Da haben wir reichlich Gäste eingeladen, Rainer, und wir haben eine Weltmeisterin im Studio heute. Ja, Bremerhaven hat mal wieder eine Weltmeisterin. Sie kommt aus einer Sportlerfamilie, denn ihr Opa wurde schon deutscher Meister in Badminton, das war 2008. Ihre Tante war sehr erfolgreich bei der TSG, hat alle Titel abgeräumt in der Formation und im Einzel. Und ihre Mutter war sehr erfolgreich bei Lutz Joch in der Tanzschule, ebenfalls in der Formation. Gina Kakoscha ist vor uns heute. Genau, und ich möchte mit Jacqueline Stransky beginnen. Jacqueline, herzlichen Dank, dass du da bist. Du bist unter anderem heute für die Stadthalle Bremerhaven da und gleichzeitig natürlich Turnerin der Lea Turnerschaft. Ne? Genau. Herzlich willkommen. Danke. Ihr trainiert ja so ein bisschen für die Küstenturnshow, was heißt ein bisschen, regelmäßig und intensiv für die Küstenturnshow. Wie weit seid ihr vorangeschritten? Es ist so, dass wir mit 34 Turnerinnen am Start sein werden. Wir sind ungefähr beim 10. Training. Die Choreografie sitzt soweit. Die Kostüme sind genäht und wir arbeiten jetzt ganz intensiv daran, dass es sehr synchron aussehen wird in 4 Wochen. Und Grüße, Bernd Sager, ebenfalls von der Stadthalle. Bernd, bevor wir vielleicht zur Anfangsstory kommen, wie das überhaupt entstanden ist. Welche Aufgaben nimmst du wahr bei der Küstenturnshow? Ich bin ja bei der Stadthalle für das Projektmanagement Sport zuständig. Und dass Turnen ein großer Sport ist, habe ich in den letzten Monaten kennengelernt. Meine Kollegin Frau Stransky, wie du schon gesagt hast, ist ja bei der Lea Turnerschaft als Trainer und Übungsleiterin tätig. Tom hat mich auch so in die ein oder anderen Geheimnisse eingeweiht und ich bin da jetzt schon ein bisschen schlauer. Nicht ganz so schlau wie beim Fußball, aber ich habe mehr gelernt. Dann begrüßen wir Tom Bumfack. Tom, herzlich willkommen. Kommst aus Lea? Aber es gibt auch die Küstenturnshow in Aurich, da kommen wir gleich zu. Unter anderem warst du aber auch beim Feuerwerk der Turnkunst dabei, zur Jahrtausendwende 1999 und 2000. Wie professionell waren denn damals schon die Lokalgruppen? Das hat sich, also ich fand damals schon, dass die Lokalgruppen eine Qualität reingebracht hat, die auch wichtig war fürs Feuerwerk der Turnkunst. Bis heute. Es ist ja bis heute so, dass beim Feuerwerk der Turnkunst immer noch eine Regionalgruppe im Programm ist, obwohl es ja inzwischen eine bundesweite Tournee geworden ist. Es ist ja die größte Turnshow Europas geworden. Damals war der Anteil der Ehrenamtlichen, die mitgemacht haben, ich gehörte ja auch dazu, ich war sozusagen rechte Hand von Heidi Aguilar, habe bei den Programmabläufen, aber habe auch noch Fahrdienst gemacht und so weiter. Wir haben vieles damals aufgebaut, von dem heute das Feuerwerk der Turnkunst aus meiner Sicht sehr profitiert. Und die Regionalgruppen sind sozusagen immer die Würze in der Suppe gewesen. Das war so das Besondere, was auch die Lokalkultur, also vor Ort die Leute sich damit identifizieren konnten. Rhythmische Sportgymnastik und 1860 Bremen ist schon lange da in einer besonderen Klasse. Mhm. Aber sie bekommen halt, vielleicht das nochmal, sie bekommen halt durch die Turnshows, die da sind, auch über den Wettkampf hinaus einfach eine Plattform, ein Forum, um dieses besondere Können auch zeigen zu können, dem breiten Publikum zeigen zu können. Auch Jacqueline hat schon gesagt, das 1860 ist wirklich Bernd stark, ne? Ja, das war schon gut, was man da gerade gesehen hat. Das heißt auch, wir haben auch Licht, setzt ja auch große Wirkung drauf, dass ihr mit dem Licht was machen wollt. Wir haben eben gesehen, in Bremen war alles gut ausgeleuchtet. Ich glaube, die Bühnentechnik lässt das möglich, auch in der Stadthalle sowas zu machen. Ja, ne? Wir haben da ja ganz erfahrene Kollegen, die sich da gemeinsam Gedanken um das Licht und das Tonkonzept machen werden. Es kommen Kollegen aus Aurich mit, die das dann gemeinsam auf die Beine stellen. Ben, wie ist es denn damals alles angefangen? Ihr seid ja jetzt ungefähr in der Vorplanungsphase im Sommer letzten Jahres gewesen durch einen Zufall mit euren Geschäftsführern. Es ist sogar noch ein bisschen länger her. Das war im Januar 2016. Im Februar 2016 war die damals, glaube ich, 6. ostfriesische Turnshow und unser Betriebsleiter Ralf Türk fuhr durch Ostfriesland im Januar und sah ein Plakat der Turnshow. Und da seit 2013 das Feuerwerk einen kleinen Bogen um Bremerhaven gemacht hat, hatte er die Idee, Mensch, sowas könnte man mal wieder in Bremerhaven veranstalten. Und wir haben dann den Kontakt zu Tom hergestellt. Wir sind dann im Februar nach Aurich gefahren und haben uns die Turnshow angeguckt und waren wirklich fasziniert von der Atmosphäre erstmal, die dort herrschte und dann natürlich auch von der breiten Palette. Also wir haben da Senioren gesehen, die wirklich toll geturnt haben, kleine Kindergruppen, aber halt auch schon semi-professionelle Gruppen. Also es war ein buntes Programm und so ist eigentlich der Gedanke entstanden. Wir haben uns im Kontakt dann intensiviert und ja, wir sind in der Planung jetzt seit einem halben Jahr, aber die Grundidee ist eigentlich entstanden durch ein Plakat, was in Aurich hing.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie der Mann Zufall so spielt, genau. Bernd sagte gerade, welche Hallenkapazität haben deine Hallen wohl, oder in Aurich die Halle, wie viele Zuschauer passen? Also wir haben jetzt, wir haben ja am 24. Februar die siebte ostfriesische Turnshow, heißt auch Bewegungswelt, wie hier die Küstenturnshow. Und wir haben eine Kapazität inzwischen von 2000 Zuschauern, weil wir da noch eine Zusatztribüne, also wir haben eine hohe Nachfrage dabei. Aber wir haben auch, so wie hier in Bremerhaven, wir haben 330 Aktive. Okay. Und ich sage immer, wenn jeder von den Aktiven noch drei aus der Familie mitbringt, dann ist das eine ganz gute Quote, die so eine Halle füllt. Und das haben wir so aufgebaut. Wir haben das angefangen damals, es gab eine Aktion Ostfriesland hilft nach der Tsunami-Katastrophe. Wir haben in Ostfriesland sogar einen Präsidenten der ostfriesischen Landschaft, der hat mich angesprochen. Wir waren gemeinsam beim Feuerwerk der Turnkunst und haben gesagt, das stellen wir in Ostfriesland auf die Beine. Haben dahinter einen Förderverein gegründet und jede Eintrittskarte ist eine Spende bei uns. Und damit finanzieren wir Bewegungsprojekte für die Vereine, vor allen Dingen gerade für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche, die wir gerne noch in die Vereine reinholen wollen. Das heißt im Umkehrschluss, es machen auch jede Menge regionale Sponsoren mit? Ja. Auf jeden Fall. Ist das, was man möchte, oder denkt man doch so? Also ich nenne die auch übrigens Förderer. Das unterscheidet uns vom kommerziellen Sport, weil Förderer bedeutet ja, ich ermögliche so ein Format. Ich nenne das immer die Regionalliga des Turns. Also Feuerwerk der Turnkunst ist für mich Champions League und wir sind Regionalliga. Aber wir zeigen damit ja auch eine Qualität. Und vor allen Dingen, wir haben die Zielsetzung, die haben wir hier in Bremerhaven auch. Wir wollen die Menschen, die kommen, animieren, so etwas im Verein auszuprobieren. Ja. Und deswegen auch das, was Bernd Sager eben sagte, eine breite Palette anzulegen und zu sagen, da kann jeder was mitnehmen in diesem Schaufenster des Turns. Und es gab mindestens zwei Pressegespräche, wo ich anwesend war, Jacqueline. Ihr habt ja auch Verbindung, also der Turnkreis Bremerhaven ist im Boot natürlich und das Cuxhaven natürlich auch, die Turnerinnen und Turner und natürlich viele Sportler aus der Umgebung noch. Wir haben gleich mal die Turnzwerge da. Man kennt sich ja in Bremerhaven und weiß auch, was da so gemacht wird. Die Turnzwerge setzen sich zusammen aus dem Turnkreis, ganz, ganz klein, 3 bis 6 oder 7 Jahre alt. Genau, 3 bis 7. Und dann bist du auch bei LTS noch involviert oder tanzt du zwischen beiden Sachen hin und her? Nee, also bei den Turnzwergen war es tatsächlich so, dass wir die Kooperationsgespräche mit beiden Turnkreisen geführt haben und sich eine Übungsleiterin bereit erklärt hat, mit beiden Turnkreisen, beziehungsweise jetzt im Endeffekt dann mit dem Turnkreis Bremerhaven aus vielen Vereinen eine Gruppe zu gründen, die dort eben beim Feuerwerk das Kinderbild darstellen. Da bin ich nur hin und wieder mal, um vorbeizuschauen und den Mut zuzusprechen. Ansonsten liegt da die Leitung wirklich bei der Ilka, bei Ilka Hein. Den grüßen wir an dieser Stelle. Und du sagst immer, die sind immer so süß, die Kleinen, 3 bis 6 Jahre. Wie lange braucht man, hast du noch Erfahrung genug, um so einen jungen Menschen so etwas beizubringen? Also es ist so, dass wir kurz vor den Sommerferien das erste Gespräch geführt haben mit allen Übungsleitern aus allen Gruppen und viele von den Gruppen direkt nach den Sommerferien, also im August, September schon angefangen haben. Wir wollen ja auch nicht ganz so viel verraten, deswegen haben wir immer nur kleine Ausschnitte genommen. Wir Zuschauer, und wir gucken uns jetzt mal die Turnzwerge an, da war ich mal und habe ein bisschen beim Training beobachtet. Thank you.
Das waren die Jüngsten. Wir sind immer in Bewegung, Tom. Also hier auf dieser Weserseite wird ordentlich trainiert. Wie sieht es bei euch aus auf der anderen Weserseite? Ja, auch komplett. Also zum Teil zweimal die Woche und am Wochenende. Es ist schon faszinierend, wenn man überlegt, dass die Vorgabe ist, 6 Minuten ist der maximale Auftritt. Und dafür wird, was für eine Zeit dafür aufgebracht wird, für so einen Auftritt. Und das ist natürlich so ein besonderer Moment auch für die Gruppen. Aber ich finde es deswegen auch wichtig, konzeptionell, auch von der Moderation, da keine Wertigkeit reinzubringen. Also ich finde, wir haben sonst ja im Sport Wettkampf. Und dieses ist kein Wettkampf, sondern hier ist jeder, ob das die kleinen Zwerge sind, die da ganz toll was machen, oder die Senioren oder halt die Frauen, Tanzgruppe oder Einradgruppe, was da ist. Jede Gruppe hat ihren Wert und das versuchen wir über dieses Konzept zu vermitteln. Und fleißig wird ja, das war eben in der Stadthalle, die am Philipsfeld, die Turnhalle, und ihr seid im Roten Sand, Roter Sandhalle zu Hause, Jacqueline. Sogar geheimes Training soll es da geben, ne? Weil die Eltern dürfen auch gar nicht sehen, was ihr macht. Ne? Genau, wir haben das ist so top secret. Absoluten Elternausschluss beim Training. Einfach auch, damit die Kinder konzentrierter arbeiten, aber natürlich auch, damit es für die Eltern eine Überraschung bleibt. So ein bisschen was haben die Eltern beim Kostümenähen natürlich schon erraten. Es lässt sich relativ leicht erkennen. Aber so ganz viel verraten wir eben nicht und es soll für alle noch eine Überraschung bleiben, was da passiert. Du warst ja selbst involviert, ne, in der Gruppe. Ja, tatsächlich machen von uns Trainern einige mit. Ja, es bleibt spannend. Wir arbeiten daran, dass es synchron wird. Wir arbeiten daran, dass es nachher gut aussieht und dass alle zufrieden sind. Ben, da können wir Fußballer nicht mitreden, weil wie so eine Choreo entsteht. Ne? Wir müssen das nur warm machen und Tore schießen, oder? Das wäre im besten Fall das Größte, wenn man das denn könnte. Aber zu diesen Turnzwergen nochmal eben. Wir hatten vor knapp 2 Wochen die Gruppe mal bei uns in der Halle, weil das ein oder andere Kind ja doch so ein bisschen geschockt sein könnte, wenn sie denn in dieser großen Halle denn auftritt. Und dann haben sie ihre Choreo schon mal vorgespielt und war natürlich mächtig begeistert. Also das war, also da ist mir auch wirklich das Herz aufgegangen. Das war also eine ganz tolle Geschichte. Der Vorverkauf ist ja gut angelaufen. Mit wie vielen Zuschauern rechnet ihr? Also es gibt noch einige Restkarten, aber wir sind mit dem Vorverkauf wirklich sehr, sehr über zufrieden. Über 1500 Karten. Ja, wir sind sehr, sehr zufrieden. Mhm. Tom, wir dürfen alles erwarten in der Stadthalle Bremerhaven. Naja, erstmal haben wir, und das finde ich ist ein ganz besonderer Moment, ist ja geschafft, 2 Turnkreise, also es ist ja die Unterorganisation sozusagen der Turnverbände, mit Cuxhaven und Bremerhaven zusammenzubringen. Das war so ein bisschen der Pioniercharakter, den wir hier reingebracht haben. Wie schwer war das denn? Das war am Anfang erstmal nicht so, es mussten gute Gespräche geführt werden. Und das war auch die Absicherung, dass wir wussten, wir haben ein Programm aus Ostfriesland. Also das war unsere Absicherung. Weil das war wirklich so ein bisschen Verbankspiel, weil man ja nicht wusste, was jetzt konkret kommt. Und dann kam konkret mehr, als wir erwartet haben. Das heißt, es kommen Spoller aus Wittmund, Hage, Lea, Oldenburg, das sind die Ostfriesen. Genau, wir haben also 5 ostfriesische Beiträge mit drin, die das Programm einfach gut ergänzen. Wir haben die beste Turnshow-Gruppe Deutschlands mit dem New Power Generation vom Oldenburger Turnerbund, die seit Jahren ausgezeichnet sind, und im männlichen Bereich mit dem STTV Berne, also sozusagen Wesermarsch, einmal durch den Tunnel, auch eine Turnshow-Gruppe, die beide Gruppen haben, Deutschland bei der Gymnastrada vertreten, das ist ja quasi die Weltmeisterschaft in diesem Bereich, und bringen eine Qualität mit rein, ja, die sich auch beim Feuerwerk der Turnkunst schon dargestellt haben. Die Show beginnt um 16 Uhr. Kann man davon ausgehen, dass alle Sportler nach Hause fahren oder übernachten die welche in Bremerhaven? Nein, die fahren alle wieder nach Hause. Das ist auch bei uns in Aurich. Wir haben keine Übernachtung, sondern wir haben das so konstruiert, dass das gut möglich ist. Und auch die Kleinen frühzeitig, wir zum Beispiel bei der Programmgestaltung berücksichtigen wir das. Also kleine Kinder setzen wir am Anfang des Programms, weil sonst sind die 1,5 Stunden aufgeregt. Klar. Ne? Und da gucken wir, wie wir das, und das ist ein Teil dieser Programmgestaltung, ein abwechslungsreiches Programm zu machen, aber auch eins, was den Bedürfnissen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch gerecht wird. Und, was finde ich auch ganz wichtig, des Geräteteams, weil die haben viel Arbeit und da gucken wir halt auch, wie wir diese Auf- und Abbauphasen gut gestalten. Und wir haben daher auch nochmal so ein Programm, auch so einen kleinen Höhepunkt mit eingebaut, im Bereich Diabolo, kann man schon mal so sagen, der das auch noch ergänzt. Und Marius Lausen ist zum Beispiel auch noch dabei im Rundrad. Ja, das ist ja so ein ostfriesisches Projekt, genau, was wir haben. Und dem haben wir ein Rundrad finanziert aus den Geldern der Turnshow. Und das ist, ich bin selber gespannt, ich habe es noch nicht gesehen. Ich weiß, dass er mit seiner Trainerin, er ist immer nach Nienburg gefahren. Und die ist jetzt mit im Programm drin. Und da lassen wir uns mal so richtig gut überraschen. Ich habe die Musik schon gehört, die ist schon sehr besonders, also sie ist gut.
Ja, gerade auf die Musik kommst du an und du setzt großen Wert auf Licht. Ne? Weil auch gerade jetzt Aura 2018, es war phänomenal wie in Bremen, wie das ausgeleuchtet wurde. Ne? Gut, muss man da sagen, das war ja nur eine ganz neue Liga. Hast du die aktuelle Show gesehen dieses Jahr schon? Ja, ich war in Oldenburg. Das ist natürlich eine Qualität oder eine Art von Show. Das werden wir so nicht machen. Also Champions League. Ne? Sondern aber es ist schon wichtig, dass man auch dort in die Abläufe. Das Faszinierende einer Turnshow ist für mich die Mischung aus Bewegung, Musik und Licht. Mhm. Das ist so die besondere Ästhetik, die das ausmacht. Und das, denke ich mal, wenn man das Plakat betrachtet, auch jetzt hier von der Küstenturnshow, das sind Bilder von der ostfriesischen Turnshow vom letzten Mal, die da drauf sind. Und die zeigen ja, was da so Spektrum, klar. möglich ist. Mhm. Mit wie vielen Personen rast ihr an im Orga-Team? Wir sind insgesamt, ich glaube, so bei 16 Personen. Dann grüßen wir an dieser Stelle mal Jürgen Plate, den Vorsitzenden des Turnkreises Bremerhaven, und Helke Behrendt, die Turnkreis-Vorsitzende hier aus der Seestadt Bremerhaven. Jacqueline, wie oft werdet ihr noch trainieren? Weil also, ganz lange ist es ja nicht mehr. Nee, es sind noch ziemlich genau 4 Wochen. Mhm. Wir haben noch einige Sondertrainingstermine. Es ist, kollidiert natürlich auch mit der Wettkampfsaison. Also wir müssen unsere Turnerin trotzdem darauf vorbereiten, dass auch im April schon wieder Wettkämpfe sind. Ja, wir haben jetzt am Freitag nochmal Choreotraining und dann auch am Wochenende, nächstes Wochenende. Aber da sind die Mädels ganz tapfer, das schaffen die. Und ihr seid in Aurich dabei am 24. Februar. Ja, wir dürfen ins Vorprogramm in Aurich. Auch da fahren wir ganz bewusst ohne Eltern hin. Zum einen ist die Show eh ausverkauft und zum anderen haben wir uns dafür entschieden, das als öffentliche Generalprobe für die Kinder zu nutzen. Ja, das wird ganz spannend. Kann mir vorstellen, dass die Jugendlichen auch schon so dem Event entgegenfiebern. Ja, schon. Na, gut, wann fahrt ihr morgens los? Ihr fahrt mit dem Bus? Genau, wir fahren mit dem Bus. Wir werden so gegen 9 Uhr hier ungefähr in der Stadthalle losfahren, dass wir rechtzeitig in Aurich sind für die Stellprobe. Mhm. Dass wir dann ausreichend Zeit haben, die Kinder alle zu schminken. Apropos Probe, Bernd, am Freitagabend wird dann ordentlich trainiert in der Stadthalle, um so ein bisschen wird die geprobt, Gruppen von wird eigentlich die Show einmal komplett durchgeprobt, weil ich musste auch lernen, also alleine was jetzt den Geräteaufbau betrifft, das ist eigentlich schon mal eine Sportart für sich. Das muss man ganz ehrlich sagen, was da geleistet wird, das ist unwahrscheinlich. Und da können wir natürlich froh sein, dass wir auf die Profis aus Friesland zurückgreifen können. Müssen in dem Fall und dürfen. Ein Wort noch mal zu der Kooperation mit den Turnkreisen. Also wir sind da von Anfang an wirklich durch offene Tore gelaufen. Beide Turnkreise waren angetan von der Idee. Und es ging dann auch wirklich relativ schnell in den Gesprächen, dass wir alles zusammengefügt haben. Natürlich war erstmal eine begründete Angst, können wir das überhaupt machen? Und Tom hat dann ja auch den Anspruch dieser Show erklärt, dass es wirklich darum geht, das gesamte Spektrum zu zeigen. Und die Zusammenarbeit war also phänomenal, ganz toll. Und ihr möchtet das ja auch alle 2 Jahre möglichst wiederholen, ne? Nicht jedes Jahr. Es soll schon nachhaltig werden, ja. Gut, die Eintrittspreise sind sehr human. 15 Euro, 12 Euro. Und Jugendliche 6 Euro bzw. 7,50 Euro. Genau, ne? Genau. Da kann man noch davon ausgehen, Tom, dass wir auch wieder eine ausverkaufte Stadthalle haben werden. Ne? Dann ist man noch zufrieden. Ne? Also davon träume ich nachts. Mhm. Aber schlafen kannst du noch. Ne? Es geht noch. Gut. Ja, wen haben wir noch im Programm? Wir haben zum Beispiel die Trampolin-Turner sind noch dabei vom OSC, vom GTV Wulstorf. Ich weiß nicht, ob TV Lehe noch dabei ist, weißt du vielleicht mehr, Jacqueline? Aber ja, die sind auch in den Trampolin-Gruppen mit drin. Dann haben wir natürlich TV Lockstedt ist noch da hier aus der Region und Reinhard eben schon die Vereine drüben auf der anderen Weserseite angesprochen. Ja, Tom, was musst du noch alles machen? Das Go-Konzept steht ja wahrscheinlich schon länger. Gibt es noch eine heiße Phase für dich? Ja, die Moderationstexte, genau, weil ich ja Weberling. Die Veranstaltung... Und Nils kennt man doch. Ja, mit Nils, das muss man dazu sagen, das ist einmal so ein bisschen Wermutstropfen in der ganzen Angelegenheit. Nils Weberling musste bei uns hier für Bremerhaven absagen. Okay. Der ist woanders vertraglich so drin gewesen, dass er zu seiner eigenen Überraschung da nicht rausgekommen ist. Aber wir haben einen guten Ersatz gefunden. Mhm. Und von daher, aber ich glaube, das lassen wir auch mal als Überraschung, dass wir das noch nicht so ankündigen, was der Ersatz so ist. Aber ist uns gelungen. Aber wenn das nachhaltig, in der Nachhaltigkeit, was Bernd Sager eben sagte, Nils Weberling hat mir am Telefon gesagt, also wenn wir das am ersten Wochenende 2020 wieder in Bremerhaven machen, wäre er dabei. Mhm. Ja, das ist doch gut. Das heißt, beobachtest du die Vereine auch mal, wie sie so trainieren, oder verlässt du einfach drauf auf die Übungsleiter, die auch schon jahrelang dabei sind? Ja. Man kennt sich ja mittlerweile. Ne? Ja, aber ich habe eigentlich bei keiner Turnshow alle Gruppen vorher gesehen. Mhm. Ich sehe sie bei der Stellprobe. Also das mache ich sehr bewusst. Einen Tag vorher. Einen Tag vorher. Mhm.
Ne? Und ich gucke ja, welche Sportarten sie auch, wenn wir zum Beispiel Rope Skipping oder Einrad haben oder auch jetzt rhythmische Sportgymnastik und so weiter, dann weiß man ja, in welche Richtung das geht. Und da verlasse ich mich drauf. Und das hat bis jetzt auch wunderbar geklappt. Also das war noch nie so, dass wir da drin eine Nummer hatten, wo wir nachher gesagt haben, das hätten wir besser nicht gezeigt. Sondern diese Gruppen bringen da ganz viel Energie rein. Und was ich vorhin schon sagte, sind total fokussiert auf diese Veranstaltung. Weil, das muss man ja auch mal so sagen, auch medial gesehen, wann haben Sie mal die Chance, das, was Sie machen, zu zeigen? Ne? Und das ist, glaube ich, der besondere Moment. Und wenn man das sozusagen gut miteinander verknüpft und auch moderiert, da einen roten Faden sozusagen aufbaut und damit deutlich macht, dass das was Wertvolles ist, ich glaube, dann ist so eine Veranstaltung für mich eigentlich gelungen. Ist das messbar? An beide vielleicht, an Jacqueline und auch an Tom. Werden dadurch auch wirklich neue Mitglieder akquiriert oder kann man sowas messen? Oder also es gibt ein wunderbares Beispiel, was ja auch hier in Bremerhaven sein wird, das ist Rope Skipping. Da ist jetzt zum Beispiel am Samstag die Team-Landesmeisterschaft in Leer. Also wir haben mal eine Landesmeisterschaft in Leer, das ist, kommt vielleicht alle 10 Jahre mal vor. Und dieses Angebot ist gekommen dadurch, dass ich in der zweiten ostfriesischen Turnschule, damals noch in Emden, die Rope Skipper vom MTV Treubund Lüneburg, Funny Skippers, die auch mal beim Feuerwerk der Turnkunst dabei waren, eingeladen hatte. Und die sind dort aufgetreten. Und eine Übungsleiterin, die hat dann wirklich gewechselt von Gerättouren auf Rope Skipping. Und inzwischen sind in dieser Abteilung 60 Kinder und Jugendliche. Ja, cool. Davon und die waren bei der Weltmeisterschaft letzten Sommer in Göteborg, also die, und waren auch im Bundesfinale, Rendezvous der Besten, das hat ja der Niedersächsische Turnerbund als Unterbau zum Feuerwerk der Turnkunst entwickelt für Turnschuhgruppen. Und dort waren sie auch in Neumünster und auch in Berlin im Bundesfinale. Also es lohnt sich, Mühe zu geben und auch morgen jeden Tag zu trainieren, Jacqueline. Genau. Abschließende Frage, was wünscht ihr euch für den Tag in Bremerhaven? Keine verletzten Teilnehmer. Ihr habt ja gerade einen, habe ich gerade gehört. Ja. Ja, ansonsten, dass alle Gruppen Spaß haben, dass das einfach alles gut läuft und glaube ich, dass wir abends alle zufrieden sind. Und Herr Sager zum Schluss, die Stadt an der Bremerhaven, was wünschen Sie? Wir wünschen uns natürlich immer, dass die Besucher zufrieden rausgehen, aber natürlich auch, dass die Teilnehmer, und das ist ja nun wirklich eine Vielzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern, unverletzt und auch zufrieden diese Veranstaltung verlassen, es weitererzählen, dass es ganz toll war und dass es für uns dann in 2 Jahren umso leichter ist, wieder eine Turnschuh auf die Beine zu stellen. Das war ein nettes Abschlusswort. Danke, dass Sie da wart. Dankeschön, Jacqueline. Dankeschön, Tom. Dankeschön, Dank für die Einladung. Ja. Danke auch von mir. Alles Gute natürlich. Und wir werden uns mit Sicherheit sehen. Jetzt machen wir weiter mit Anna Matz von der Turnschuh natürlich. Aura hat Volker schon gesagt, hier ist der Titel dieses Jahr. Und danach kommt Weltmeisterlicher Glant in unsere Bude. Gina Kakoscha wird gleich bei uns zu Gast sein. Sie ist Weltmeisterin geworden im Line Dance.
Wir sind zurück in der Hafenstraße 156 in der 241. Regionalsportsendung, wie immer aus der Welt- und Sportstadt Bremerhaven. Und jetzt kommen wir vom Feuerwerk der Turnkunst und von der Küstenturnshow zum American Line Dance und begrüßen Gina Kakoscha. Herzlichen Dank, Hallo. Dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du mal da bist, weil du kommst wirklich aus einer Sportlerfamilie. Vorher gesagt immer Sportstadt Bremerhaven, das stimmt in der Tat auch, weil die TSG war einer der erfolgreichsten Vereinsmannschaften weltweit. Du bist jetzt aktuell Weltmeisterin geworden im Line Dance. Genau. Dein Opa hat aktiv Badminton gespielt, deutscher Meister geworden. Deine Tante, habe ich vorhin schon gesagt. Genau. Alle Titel abgeräumt bei der TSG-Formation und der Einzel. Deine Mama war bei Lutz Jauch in der Tanzschule. Wo kommt das Talent her? Ja, liegt wohl ganz klar in der Familie. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht weiter großartig drüber nachdenken. Mhm. Mit wie vielen Jahren bist du denn angefangen, den Tanzsport aktiv zu betreiben? Ich glaube, so wie die meisten Jugendlichen damals, mit 15 Jahren in der Tanzschule tatsächlich, mit dem Jugendkurs und dann tatsächlich irgendwann übergegangen zur Formation. So, war das in der Tanzschule Bär oder wo war das? Genau, in der Tanzschule Bär angefangen und dann, wie es dann oft so ist, von dort aus rüber in die Formation zur TSG. Mhm. Dann hast du irgendwann jahrelang getanzt und hast du auf einmal einen anderen Weg gesucht oder wie bist du dann zum Line Dance gekommen? Das ist halt, also ich meine, der Weg war ja nun sehr lang. Ich habe viele Jahre Formation getanzt, habe zwischendurch auch pausiert und habe wieder angefangen. Und es ist ja nun mal so, in der Formation werden halt die besten Paare aufgestellt. Und wenn man dann viele lange Zeit halt nur hinten tanzt im Ersatz, dann sucht man sich irgendwann eine Möglichkeit, wo man selber auch wieder aktiv werden kann, wo man selber vielleicht auch mal wieder im Mittelpunkt steht. Und ja, das habe ich mir dann gesucht und es hat ja funktioniert. Du bist ja eigentlich auch eine Teamplayerin, du kannst dich ja unterordnen, ja. Du kannst in der Formation tanzen. Wie schwer war es denn einfach, so auf einmal alleine auf der Tanzfläche zu stehen? Wie lange brauchte man, um sich daran zu gewöhnen? Das ist gar nicht so einfach. Vor allen Dingen muss ich mir die Choreografie halt einfach selber merken. Ich habe keinen Herrn mehr, der mich irgendwo hinführt, der mich irgendwo hinbringt. Für mich war es am Anfang wirklich sehr schwer, mir einzelne Choreografien zu merken und zu wissen, was ich tue. Aber das hat sich dann mit der Zeit halt gelegt. Mit der Zeit wird es halt immer einfacher. Und ja, ich glaube, ich habe wirklich ein paar Monate gebraucht, bis ich da erstmal wirklich richtig drin war. Wir nehmen uns heute sehr viel Zeit, weil wir uns das auch lohnenswert finden, keine Frage. Wir werden auch alle 5 Matzen zeigen, das können wir jetzt schon mal sagen. Die erste ist East Coast Swing. East Coast Swing. Genau. Was sehen wir da gleich genau? Das ist ein Swing-Tanz, kommt halt aus Amerika. Von der Ostküste, wie es halt schon so heißt, kann man eigentlich vergleichen mit einem Jive, nur halt ein bisschen geschwungener, bisschen, also nicht, auch nicht vom Tempo her so schnell wie der Jive. Liebe Zuschauer, wir gucken uns jetzt mal die erste Matz an und dann wollen wir mal erfahren, wie der Weg denn nach San Francisco war, wo die Weltmeisterschaft stattfindet, wie das alles angefangen hat, wie du hingekommen bist, ob du in der Stadt des Nebels was gesehen hast. Das erörtern wir nach der ersten Matz. Yeah.
war die erste Matz für heute, West Coast Swing. Damit bist du angefangen, hast du noch Workshops betrieben, ist das richtig? Ich habe angefangen mit einigen Workshops, habe hier und da mal mitgetanzt und habe dann angefangen, das auch hier zu unterrichten. Und ja, dadurch bin ich dann so zum Lion Dance gerutscht. Weil ein Jahr halt später? Einfach, genau, ein Jahr später, und weil es halt einfach im Country-Bereich irgendwo mit reingehört. West Coast Swing entwickelt sich ein bisschen anders noch als die typischen Country-Tänze, die wir jetzt sonst noch so tanzen. Aber ja, das hat mich einfach dazu gebracht. Das heißt, du bist aktuell Trainerin beim TC Capitol. Genau, richtig. Donnerstag sind deine Kurse. West Coast Swing habe ich am Dienstagabend und am Donnerstagabend habe ich dann Lion Dance, genau. Okay, jetzt wollen wir mal auf San Francisco zu sprechen kommen. Ich habe es eben schon gesagt, eigentlich ist es eine sehr nebelige Stadt, auch sehr berühmt durch ihre Sehenswürdigkeiten. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Zeit man im Laufe der Woche hat. Du bist am 28.12. schon nach Düsseldorf gefahren. Ich gehe davon aus, um alleine oder warst du in Begleitung da? Ich bin alleine nach Düsseldorf gefahren, habe da noch einen halben Tag für mich gehabt, bevor ich dann am nächsten Tag nach erstmal über London nach San Francisco geflogen bin. Ziemlich anstrengender Flug. Mhm. Es war nebelig, ja, man ist bei der Landung. Oder nee, das eher tatsächlich nicht. Aber nee, es war beim dunkel. Aufstehen, es war dunkel. Wann war es denn nebelig? Den Nebel hat man vor allen Dingen gesehen morgens, wenn man aus dem Hotelzimmer rausgeguckt hat. Echt? Ich hab schön auf die Bucht drauf sehen können, das war ganz toll. Aber durch den Nebel hat man natürlich nicht viel sehen können. Und das war selten so, dass man dann doch ein bisschen mehr Blick hatte. Da gibt es ja auch eine Bucht und da gibt es eine gelegene Insel, Alcatraz, das Gefängnis zum Beispiel. Hat man das zum Beispiel besichtigen können? Genau, oder ich war nach Golden dem Gate Turnier, Bridge? Ja, man nimmt sich so ein bisschen die Zeit dazu. Ne? Also ich habe extra eingeplant, nach dem Turnier nochmal 2 Tage länger zu bleiben, damit ich die Möglichkeit habe, ein bisschen was zu sehen, weil so häufig kommt man da ja nun nicht rüber. Jetzt wollen wir mal den Cha-Cha-Cha sehen. Ja, gerne. Von der Schrittfolge, ist das immer gleich oder wie kann man sich das vorstellen? Oder? Genau, wir haben fest vorgegebene Choreografien zu der Musik. Das sieht man ja auch, wenn man das sieht. Also die Tänzer stehen alle gleichzeitig auf der Fläche, tanzen dieselben Schritte, interpretieren es aber für sich selbst. Das heißt, sowohl die Technik als auch das Styling, was die Arme angeht und so weiter. Bewertet. Das wird alles mitbewertet und ja, ist halt bei jedem Tänzer dann auch anders. Das heißt, die Choreografie gibt der Weltverband vor? Genau. Und du musst also alleine dafür sorgen, dass alles in geordnete Bahnen geht? Normalerweise mit einem Trainer, aber viel auch alleine. Also in meinem Fall, ja. Dann wollen wir doch mal gucken, was jetzt passiert beim Cha-Cha-Cha. Ja. Nochmal der Vokal, das war der
zweiter Auftritt insgesamt von 5. Mhm. Was mir aufgefallen ist, da reden wir nachher noch darüber. Die Stiefel waren die gleichen, die Kleider waren schon mal neues. Genau. Ich glaube, bei jedem Tanz sieht man neues Kleid an. Ja, wir haben bei jedem Tanz tatsächlich ein anderes Outfit. Mhm. Die Stiefel sind aus dem Country-Bereich geblieben, hauptsächlich. Wir haben einen Tanz tatsächlich, wo wir keine Stiefel unbedingt tragen müssen. Das ist der Novelty. Da kommen wir gleich auch noch zu, genau. Mhm. Und da müssen wir nicht unbedingt die Stiefel tragen. Da haben wir die Möglichkeit, auch andere Schuhe dann zu tragen. Rainer hat eben gesagt, der Weltverband gibt die Schrittfolgen vor. Und mit welcher Vorlaufzeit hast du denn die Möglichkeit, das überhaupt einzustellen, zu studieren, die Choreo? Bei uns ist es so, im Laufe des Jahres ändern sich die Tänze. Das heißt, direkt zum Anfang, zu Beginn des Jahres, gibt es den ersten neuen Tanz. Die anderen bleiben dann aber so lange gleich. Und die nächsten Tänze ändern sich dann so im Laufe des Jahres, so alle 1-2 Monate. Mhm. Und das heißt, wenn man gerade in einer Klasse anfängt, dann hängt es natürlich davon ab, wann das nächste Turnier ist, ne, wie viele Tänze man zum nächsten Turnier lernen muss. Mhm. Wenn man aber tatsächlich schon Jahre dabei ist oder schon etwas länger dabei ist, dann hat man wirklich immer nur einen Tanz, den man halt in der Zeit neu lernen muss. Und praktisch da den ganzen Konkurrentinnen, die zeitgleich mit auf der Tanzfläche sind, die machen dann die gleiche Choreo. Genau. Und Stil und Technik werden bewertet. Richtig, mhm. Richtig, genau, das ist es. Und wir haben eben den Hut gesehen, du warst die Einzige, die den Hut getragen hat. Ist das ein taktischer Schachzug oder wie kann man sich das vorstellen? Fällt man sofort auf? Man fällt dadurch natürlich auf, wenn man was anderes hat als die anderen. Da versucht man immer dran zu arbeiten. In dem Fall ist es halt, dadurch, dass es Novelty ist, man hat die Freiheit, so etwas mitzunutzen. Mhm. Bei den Männern ist es so, sie tragen einen Westernhut bei den meisten Tänzen. Das ist wirklich auch vorgegeben, genauso wie bei uns halt auch die Stiefel. Das Kleid brauche ich gar nicht mehr erwähnen, war schon wieder eins Neues. Genau, schon wieder was Neues. Wer bezahlt das, der Opa, oder wer bezahlt sowas? Das finanziere ich mir größtenteils selbst. Ich nähe tatsächlich auch selber. Mhm. Und das meiste, was man da jetzt tatsächlich auf den Videos sieht, ist auch von mir selbst genäht. Okay. Also ein Hobby, was ein bisschen mehr Geld kostet. Ne? Auf jeden Wenn Fall. Man jetzt an den Flug nach Amerika denkt, ne? Ja. Da wünscht ja. man sich natürlich Sponsoren, ne? Die man im Buch hat. Auf jeden Fall, ja. Was könnte man machen, um das ein bisschen bekannter zu machen? Seid ihr noch, glaube ich, am Anfang, ne? Ja, also tatsächlich in Norddeutschland ist es nicht so verbreitet. Mhm. Ich muss zum Training tatsächlich auch nach Holland rüberfahren. Mhm. Fährst du ja bald hin, ne? Genau, da fahre ich auch demnächst wieder zu einem Turnier hin. Aber nicht zum Tulpen kaufen. Nicht zum Tulpen kaufen, zum Aber Tanzen. Tulip Challenge heißt schon. Genau, Tulip Challenge. Ja, und das ist halt immer mit Kosten verbunden natürlich. Das ist gar nicht so einfach. Jetzt müssen wir doch nochmal die Zuschauer aufklären. Bevor du für die Weltmeisterschaft qualifiziert warst, musstest du 3 Qualifikationen überstehen in Deutschland. Was waren das für welche? Oder? Das ist tatsächlich europaweit gewesen. Mhm. Wir tanzen bei den internationalen Turnieren in ganz Europa. Ich glaube, ich habe 2 Turniere in Holland getanzt und 1 in Litauen. Und man kommt halt dadurch tatsächlich rum. Das ist das erste Mal, dass ich so viel durch die Weltgeschichte reise. Ja. Wie kann man das mit dem Job vereinbaren? Ich bin Erzieherin. Da ist es ein bisschen einfacher, weil die Wochenenden natürlich frei sind. Mhm. Da kann man das schon irgendwie hinkriegen. Und ich muss sagen, meine Chefin ist da sehr kulant. Die Musik war flop bis jetzt. Nightclub, was können wir uns jetzt unter das Nachtleben vorstellen? Oder? Ja, so ähnlich, genau. Ja, Nightclub ist tendenziell wirklich, also ein Smooth-Tanz heißt es bei uns, ein ruhiger Tanz, sehr getragen. Ja, und entspannt zum Anhören, Angucken, trotzdem anstrengend zum Tanzen. Wir entspannen uns jetzt. Wollte ich gerade fragen, 2 Minuten sind in der Regel alle Tänze. Mhm. Sieht es jetzt so leicht und locker aus, aber da steckt, glaube ich, schon ein bisschen mehr Arbeit drin. Ja, ja, Training ist natürlich das A und O. Mhm. Das bleibt nicht aus. Und man arbeitet hart, gerade jetzt auch, nachdem ich jetzt aufgestiegen bin durch die Weltmeisterschaft, habe ich bis Anfang März nicht mehr viel Zeit, alle 6 neuen Tänze dann nun zu lernen. Das ist natürlich mit viel Training verbunden. In die Advanced-Klasse jetzt? Advanced heißt es, genau. Also richtig. Klasse A, was Latein angeht? Also ja, genau, es ist vergleichbar mit der A-Klasse im Lateintanzsport. Und da haben wir dann nicht mehr 5, sondern 6 Tänze zu tanzen. Und das ist dann natürlich, wenn man innerhalb von 3 Monaten mal eben oder 2,5 Monaten tatsächlich nur 6 Tänze lernen muss, ist das natürlich schon hart. Kann ich mir nicht vorstellen. Hast du Einfluss auf die Musik oder gibt das auch der Weltverband vor? Nein, da gibt auch der Weltverband die Musik vor. Dann sind wir jetzt gespannt, was beim Nightclub passiert. Ja. I know sometimes I
Also super Musik. Also mir persönlich hat es total gut gefallen. Erinnert mich so an Kenny Rogers, ne, Volker? Da waren wir auch noch jung. War so ein bisschen Country, so ein bisschen Amerikaner Life, amerikanischer Lifestyle. Ja, das gehört halt auch noch dazu. Ja. Oder? Herr Schmidt? Kenny Rogers würde ich da jetzt nicht. Nein, aber so vom Gefühl her und so. Was wäre Lion Dance ohne Country Musik? Genau. Ja. Mein Reden. Es gehört noch dazu, aber es ist nicht nur Country Musik tatsächlich. Könntest du dir vorstellen, auf der Tatanbahn zu stehen und das dann zu machen? Auf der Tatanbahn wird schwierig. Das geht auf die Gelenke auf Dauer, ja, glaube ich, aber sonst vielleicht. Jetzt ist es so, dass du gesagt hast, du hast auch ein bisschen was von der Stadt gesehen. Was denn genau? Also die Golden Gate Bridge zum Beispiel gesehen? Genau, ich habe die Golden Gate Bridge gesehen. Wir waren mit einer kleinen Gruppe zusammen auf Alcatraz, haben uns das angeguckt. Mhm. Ich bin mit der Straßenbahn gefahren. Straßenbahn von San Francisco? Ja. Also das kein Meiden? Genau, also man hat versucht, alles mitzunehmen, was so typisch Touristen-Sachen halt sind. Ne? Also wie ist der andere noch? Michael Douglas? Ja. Genau. Das waren ja damals so die bekanntesten Serien, die eigentlich auch San Francisco mit groß gemacht haben. Full House. Full House. Das Full House-Haus haben wir uns angeguckt. Okay. Das steht dort da. Mhm. Also nebenbei, neben der Tanzerei war da noch ein bisschen Zeit. Ja, die letzten zwei Tage, die man dann quasi nochmal verlängert hat. Wie viele Aktive waren dabei? Oh, also gerade jetzt in meiner Klasse waren wir zu viert und sonst war es halt sehr weit gefächert, dadurch, dass Line Dance oder also generell Country Dance breit gefächert ist. Es hat mit Paartanz zu tun, es hat mit Choreografie zu tun und halt auch Line Dance an sich. Und das halt, ich kann gar nicht genau sagen, wie viele es waren. Also es waren einige. Jetzt kommen wir zum Walzer. Mhm. Warum gefällt er dir so gut? Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Also was sind deine Favoriten? Und andersrum, fünfmal musstet ihr tanzen. Genau, richtig. Wann kriegt man ein Gefühl dafür, man könnte eine Medaille gewinnen oder einen Pokal gewinnen? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Es ist wirklich ganz schwierig zu sagen. Man steht auf der Fläche und man weiß, dass die Mädels um einen herum gegen einen tanzen und man steht da und überlegt, ja, was passiert denn jetzt eigentlich? Also es lohnt sich auf jeden Fall noch, bevor uns jetzt gleich wirklich die Zeit wegläuft. Wir sollten uns unbedingt, Leonid, Grüße an die Regie, die den Walzer angucken. Thank you.
19.57 Uhr und ein paar Sekunden. Wir müssen jetzt doch schon zum Abschluss kommen. 25 Minuten Sendezeit, hört sich viel an, ist aber auch wie im Flug vergangen, weil es richtig interessant war, mit dir zu reden. Vielen Dank für deinen Besuch. Danke für die Einladung. Dankeschön, Gina. Viel Erfolg in Holland. Dankeschön. Und für das Sportjahr 2018, Gina. Herzlichen Dank. Herr Schmidt. Genau, wir bleiben beim Tanzen. Dann die 242. Sendung am 7. März ist eine reine Tanzsendung. Dort haben wir auch anderen Tanzgruppen von SFL Bremerhaven und lädt die Lea Tonnerstoff mit Trainerin Petra Herrmann. Und dann gibt es ja im März noch einige Termine. Unter anderem am 6. März ist die Magistratsehrung der Stadt Bremerhaven. Dort werden alle Sportler geehrt. Da muss die noch ein Jahr warten, weil sie im Januar den Weltmeistertitel geholt hat. Ja. Für die Erfolge im Sportjahr 2017. Dann ist am 10. März die Küstenturnshow. Und wir haben Sportlerball der Sportlerball, da haben wir auch die Eintrittskarten noch da. Also wer Interesse hat, wir können das nochmal einblenden. Dort können Sie mich anrufen und nochmal eben die Karten bestellen. 15 Euro kosten die Karten, ist auch bei der TSG Bremerhaven. Wer vorher noch was essen möchte, der bezahlt ebenfalls noch 15 Euro. Noch haben wir alle. Genau, und noch eine Minute. Wir gehen Sweet Soft in Lazy Rose, Feuerwerk der Tonkunst mit Jonglissimo und Late Painting. Kommen Sie gut über den Februar, sagen Tschüss an Volker und Rainer Schmidt.